Ich heiße Robin Adams und singe Golo zum ersten Mal. Ich hoffe, ich singe es auch wieder oft, weil es ist sehr schön. Und Pelléas et Mélisande, also kurz die Geschichte, ist ganz schwierig, weil es ist wahnsinnig komplex. Aber ganz kurz gefasst, Golo am Anfang findet sich in einem Zustand, wo er keinen Ausweg findet. Ob das jetzt in einem echten Wald ist oder in seinem Kopf, ist egal. Es ist symbolistisch. Der findet eine junge, scheinbar unschuldige Frau und nimmt sie mit zu dem Schloss, wo diese dysfunktionelle Familie wohnen. Und alle haben eigentlich einen Knacks dort. Und dann verliebt mein Hauptbruder sich in Mélisande und sie sich in ihn. Und Golo hat ja schon eine Frau verloren, und sein Vater auch. Und ist dann natürlich sehr getrieben und weiß nicht, wie er damit wirklich umgehen soll. Ich singe Pelléas, ich bin Pelléas in dieser Oper und also die größte Schwierigkeit, um diese Rolle zu spielen, ist die Emotionalität, die diese Rolle mitbringt. Und ich habe manchmal einen Moment nach der Probe, wenn ich ein bisschen ausschalten muss, weil ich mich wie Pelléas fühle. Nicht wie ich persönlich, sondern wie diese Rolle. Also ja, also das ist meiner Meinung nach die größere Schwierigkeit in dieser Oper, diese Emotionalität. Ich liebe mit Robin zu arbeiten. Es ist einfach, es ist wunderbar. Es ist einfach, es kommt sehr naturell, wenn ich mit dir auf der Bühne bin. Es kommt einfach bjum und ich weiß alles, was ich machen soll. Schön. Mir geht's auch so. Bromance, man. Bromance. Aber in das Stück, wir haben ja nicht beide die gleichen Eltern. Ne? Es ist nur ein Elternteil ja. Gleich. Mutter, ja, eine Mutter. Und die sind sich nicht wirklich, ich würde nicht behaupten, dass die sich wirklich nah sind. Nein. Es ist eine komplexe Halbbruderschaft. Das Publikum kann wirklich eine sehr spannende, also gut, für mich ist eine meine liebste Oper schon immer. Es ist wirklich für mich eine der Top 5 Opern überhaupt. Und die schwierigste, eine von schwierigsten. Ja, schwierig, aber es ist einfach, die Musik ist einfach unfassbar schön. Also wenn schöne Musik hören möchte, dann soll unbedingt kommen. Und sonst erwartet einem ein sehr spannendes, sehr präzise geführten von Elmar Göden. Ist wirklich eine unfassbar gute, präzise Regiearbeit, wo die Geschichte extrem klar zu folgen ist, aber auch die emotionalen Zustände gleichzeitig. Und ich glaube, dadurch wird es eine sehr spannende Abend.